Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wave Race Blue Storm. Ja, in der letzten Folge haben wir dieses ewig lange Tutorial hier unten abgeschlossen. Ich weiß auch nicht, was da los war. Warum ich da so lange gebraucht habe, keine Ahnung. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Irgendwie habe ich was anders gemacht, als es gedacht war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, heute legen wir los mit dem Championship. Und hier fangen wir an mit Exhibition. Let's go. So, in der letzten Folge haben wir ja hauptsächlich Ricky Winterbourne genommen. Heute können wir ja mal jemand anders nehmen. Weiß nicht, wir können ja mal ein bisschen Wert legen auf die Stats. Hier, David Marina hat eine gute Topspeed zum Beispiel. Aber dafür ist seine Beschleunigung relativ schlecht. Oder wir gehen einfach mal einmal von links nach rechts durch. Das könnten wir natürlich auch machen. Und dann fangen wir einfach mal ganz links an bei Ryota Hayami. Wir legen noch eine Farbe fest. Rot, blau, weiß oder gelb. Weiß sieht ja auch so ein bisschen rot aus. Nehmen wir mal rot. So, und wir gehen auch bei ihm mehr auf Topspeed, würde ich sagen. Und auch hier Handling Air Tight. Finde ich einfach... Also ich wüsste nicht, warum man da Loose auswählen sollte. Ich weiß nicht, wofür das besser sein sollte. Deswegen wähle ich da lieber Tight. So, wir fangen an mit dem Dolphin Park. Bei gutem Wetter offensichtlich. Sonnig. Und ja, wir legen direkt los. Welcome to Dolphin Park. This is day one of the circuit. Ryota, it's Jack. I'm in the pit and I got you on the monitor, so we are good to go. Go out there and show them what you got. Good luck. Alles klar. Hit the gas right when the light goes green and you'll jump off the line. Alles klar. So, los geht's. So, hier geht's natürlich darum, dass wir immer auf der richtigen Seite von diesen weiß nicht, wie man die nennt, Bojen entlang fahren. Und verpasse ich da immer was? So, und wir haben Turbo, wir sind schon Erster. Boah! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das so schlecht noch funktioniert. So, jetzt habe ich hier einen verpasst. Ihr seht es da unten auch in der Anzeige. Ein Kreuz haben wir. Das bedeutet, wenn wir fünfmal eine Boje verpassen, dann sind wir disqualifiziert. Und das soll natürlich nicht passieren. So. Ein bisschen habe ich ja im Tutorial schon gelernt mit dem Hupsala. So, wir haben wieder ein Turbo. Dritter geworden, ja. Das, war jetzt nicht ganz so perfekt, aber ich finde, für das erste Rennen war es eigentlich sogar ganz okay. Okay, was bedeutet das jetzt? War das ausreichend? Okay, Replay könnten wir uns hier nochmal anschauen. Können wir uns kurz mal hier den Anfang angucken. Also es ist schon ganz nett gemacht. Also vor allem wurde ja gelobt, die Wassergrafik, also die Reflexion auf dem Wasser, waren für damalige Verhältnisse wirklich sehr hübsch. Und auch heute sieht es noch ziemlich gut aus, auch die ganzen Objekte, die man da auch unter Wasser sehen kann, ist auch ganz gut. Okay, wir überspringen das mal und wir haben eine Zeit von 1:23.371 erreicht, sind leider nur Dritter geworden. Okay, wir speichern natürlich und jetzt können wir Normal machen.
5-Day Circuit. Alles klar. Dann mal los. So, wollen wir jetzt mal David Marina nehmen? Können wir ja machen, ne? So, wir customizen auch bei ihm noch ein bisschen. Ja. Wollen wir hier dieses Orange nehmen? Das passt so zu seinem Burger da bei seinem Namensschild. Finde ich ja ganz passend. So. Auch hier natürlich Topspeed und Tight. Und dann legen wir los. So. Jetzt können wir auch die Strecke auswählen. So, den Dolphin Park haben wir jetzt gar nicht mehr zur Verfügung. Wir haben jetzt die Wahl zwischen Lost Temple Lagoon, Southern Island, Aspen Lake und Ocean City Harbor. Wahrscheinlich müssen wir jedes... Ich weiß gar nicht, müssen wir jedes einmal machen? Wir fahren jetzt verschiedene Tage. Okay, also wir machen einfach erstmal das erste Lost Temple Lagoon, würde ich sagen. Wave Height 50 cm. Wir brauchen 3 Punkte. To advance. Okay. 3 Punkte? Naja, das klingt jetzt nicht so schwierig. Aber wir gucken mal. Welcome to Lost Temple Lagoon. This is day one of the circuit. It's a hot, sunny day. Perfect racing weather. These small waves shouldn't be much of a problem for our racers. Racers, start your engines! The elephant, right when the light turns green and you'll fly off the line! Okay. So. Ich will natürlich trotzdem versuchen, Erster zu werden. So. Hey, Alter, warum ist er gerade runtergefallen? Oh, Alter. Okay, die Lenkung ist bei ihm ja mal sehr, sehr schwer. Wie soll ich denn da rumkommen um die Kurven? Okay. Ach so, naja, ich kann ja auch noch... Was? Ey, come on. Ja. So viel dazu. Aua. Ja, Turbo, aber... Naja. Boah, er kommt ja kaum um die Kurven rum. Wir werden hier schon überrundet. Nee, also das geht gar nicht, Leute. Boah, nee. Ich glaube, das irgendwie kriege ich nicht so richtig hin. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich mal retiren. Das war gar nichts, Freunde. Ja, ab ins Wasser. You know how it is out here. Either you ride better or we go home. Tja, keine Punkte. Achter Platz. Game over. So schnell kann's gehen, Freunde. Okay. Wir machen das nochmal. Aber diesmal nehmen wir nicht David Marina, sondern... Ich weiß nicht. Also... Maneuvering. Ja, bei ihm ist halt Maneuvering ziemlich schlecht. Vielleicht nehme ich dann doch lieber... Nigel Carver. Ja. Wir customizen bei ihm auch noch ein bisschen. Immer rot. Ups, nein. Ich wollte noch mehr machen. Hier können wir noch ein bisschen mehr auf Top Speed, glaube ich, gehen. Vielleicht nicht zu sehr. Vielleicht ist es auch schlecht, wenn man es zu sehr macht. Let's do it! Okay, diesmal vielleicht wirklich.
versuchen es nochmal. Also, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es dann so schwierig ist. Aber gut. Woher hätte ich das auch wissen sollen, ne? Okay. Die Cutscene haben wir schon gesehen. Okay. So, wir versuchen es nochmal. Ja, das sieht doch schon gut aus. Wow. Okay, das war jetzt sogar ein bisschen zu krass. Die Lenkung dort. An der Stelle. So. Unser Crew Chief ist anscheinend britisch, so wie sich's anhört. Wow! Ach du meine Güte. Okay. Also muss ich schon wirklich ein bisschen daran gewöhnen, dass wir die Wellen so ein bisschen, ja, schwierig sind. Also halt, dass man darauf wirklich Acht geben muss. So, okay. Wir sind Zweiter. Da vorne ist der Erste. Komm schon, wir können es doch schaffen. Wir können Erster werden. Also mit ihnen komme ich eigentlich so relativ gut klar bisher. Aber die anderen sind auch gar nicht mal so von der langsamen Klasse. Ja. Boah. Schwierig. Echt schwierig. Fünfter. Tja. Okay, wir können nochmal einen kleinen Blick hier ins Replay werfen. Bisschen eine Revue passieren lassen, was hier gerade geschehen ist. Ich denke mal, das Spiel wäre auch ein bisschen einfacher, wenn es einfach mit 60 FPS laufen würde. Es läuft halt leider nur mit 30. Ist schade, aber okay. Vor allem bei so einem schnellen Spiel wäre das wahrscheinlich wirklich vorteilhaft. Aber gut. Ist leider nicht der Fall. Okay, gut. Wie viele Punkte haben wir denn bekommen? 1:20.972 ist unsere Zeit. Oh, und wir können unseren Namen eingeben. Ja, machen wir es doch wie wieder bei Burnout. L. U. S. Ganz genau. Nochmal speichern. Platz 1. Sogar. Auf der besten Liste. Cool. 4 Punkte. Okay, haben wir es ja gerade so geschafft. Also wir hätten mindestens 6. werden müssen anscheinend. Okay. We're on to the next race. Oh, da müssen wir 10 Punkte erreichen. Also 2. werden. Alles klar. Ja, jetzt haben wir, genau, haben wir noch die 3 anderen Strecken hier zur Auswahl. You still need 6 points. Ach so, nee, okay, wir haben schon jetzt 4, also brauchen wir nur noch 6. Alles klar. Ja, Southern Island. Jetzt haben wir wieder den gleichen Charakter. Okay, aber ich versuch's mal. Southern Island. This is day 2 of the circuit. It's a hot, sunny day. Perfect racing weather. The waves are small, so our racers shouldn't get tossed around too badly. Ladies and gentlemen, start your engines! Nigel, we must finish in 4th place or better to advance to the next race. Okay. So, los geht's. So. Okay. Nein. Oh, nee. Ja, und jetzt? Und jetzt? Ja, jetzt komme ich hier nicht mehr lang. Oh, Mann.
Können wir das jetzt überhaupt noch schaffen? So, Turbo. Ja. Oh. Ach, die Wasserhöhe verändert sich. Oh. Ja. Tut sie. So. Turbo. Oh, was? Was war denn das jetzt wieder? Tja, wir sind Letzter. Müssen wir nochmal machen. Boah, und Wellen. Tja, man hatte ja gar kaum Platz, um den Turbo einzusetzen. Letzter. Showing me. Let's do better next time, eh? Ja. You must do better than that. These pros don't mess around. Das war nicht gut. 1:45, 1:70. Aber wir können trotzdem unseren Namen eingeben. Ja. Wird schon automatisch getan. Trotzdem Platz 1. In der besten Liste, obwohl wir letzte waren. Okay. Tja, ein Punkt. Leider haben wir jetzt nur 5 bekommen. Also haben nur 5 insgesamt. Game over. Tja. Das bedeutet jetzt was? Okay, wollen wir vielleicht mal einen anderen Charakter nehmen? Vielleicht bleiben wir doch bei Ricky Winterbourne. Ja. Wieder in grün. Ach nein, ich wollte noch mehr anpassen. Wieder ein bisschen mehr Topspeed. So. Sup, yo. Sup, yo. Und wir müssen, ja, wieder von vorne anfangen. Okay. Okay, alles klar. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Fangen wieder an mit Lost Temple Lagoon, würde ich sagen. Und arbeiten uns dann hier vor, von links nach rechts. Ich hoffe, dass es in der nächsten Folge besser läuft. War in dieser Folge wirklich nicht so gut, weil ich auch mit den Charakteren nicht so klar kam. Aber ich glaube, mit Ricky Winterbourne, das ist ja auch schon eher so ein Anfängercharakter eigentlich. Also eigentlich perfekt für mich. Und deswegen glaube ich, dass wir ein bisschen bessere Chancen dann in der nächsten Folge haben werden. Vielen Dank fürs Ansehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge von Wave Race Bluestorm und ciao.